Bockdorf, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt? Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wildpark Werder. Riesige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zobon gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das ist unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ha, ha, ha! Die Logik ist schon aus. Bah, dann suchen Sie ihn. Ich will Federn sehen, sofort! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Kapitulieren niemals! Das ist empörend! Dann suchen Sie ihn! Ich will Federn sehen! Dann suchen Sie ihn! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht das Feiglinge! Verreiter, Versager! Ja, 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 ja! Es wurden viele Fehler gemacht, Sanse, unerbittlich. Muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen? Nichts anderes! Ich will Federn sehen! Aber er wird niemals kapitulieren! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich habe das einmal mitgemacht! Das reicht! Das war ein Befehl! Der Angriff steigert war ein Befehl! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Ausgerechnet Himmler! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht das Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Wenn er
das sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Dann sollt ihr Armee kehrt machen! Kommt also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Südkorea. Sie ist ohne Ehre! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Der Befehl des Führers ist unumstößlich. Egal, was passiert, wir werden durch. Seid Feiglinge! Verräter, Versager! Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Ich will sofort zum Bericht! Und was ist los? Woher kommt die Schießerei? Es ist mein Wille! Verräter, Versager! Sie ist ohne Ehre! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. Dann ist die 9. Armee verloren. Es wurden viele Fehler gemacht, seien sie unerbittlich. Ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig? Dann soll die Armee kehrt machen! Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Dieser Versager, dieser Schmarotz! Ein paar Vanille Faulpelz! Wie kann er erwarten, wenn er handlungsunfähig wird? Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reingekommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftwaffe! Was hat er denn das gemacht? Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht.
Herr Minister, die Russen schießen ihre Männer vom Volkssturm ab wie die Hasen. Was diesen Männern an Kampferfahrung und Waffen fehlt, gleichen sie aus mit ihrem glühenden, bedingungslosen Glauben an den Endsieg. Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden! Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! An meiner Person! An meiner Person! Dann soll die Armee kehrt machen! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Das war ein Befehl!